Liebe Leute, die Kombi für diese Woche für Anfänger 1. Die andere Richtung. Lateral. Wir gehen auf die andere Seite. Und wir fangen an mit der Drehung. Wir holen sie ab. Eine Welle. Und los. Footwork für die Leaders. Wir haben unsere Grundschritt. Wir gehen in den Lateral, wir verlassen die Linie von unserem Follower und wir gehen in Diagonal nach hinten, so zur Seite. Das ist die 1, 2, 3. Wir fangen an mit dem Lateral. Seite, vorne, zurück. Seite, vorne, zurück. Seite, vorne, zurück. Seite, vorne, zurück. Entschuldigung, noch einmal. 2, 3. Und jetzt, wenn wir unsere Partnerin nach rechts bringen, wir gehen auf die andere Seite von der Linie. Unsere Schritte. Erster Schritt geht hier zur Seite. Zweiter Schritt, wir gehen auf die andere Seite von der Linie. Ich gehe hier nach vorne mit dem rechten Fuß. Und dann ich gehe ein bisschen weiter mit dem linken Fuß nach vorne. Wenn die Drehungen starten, was ich mache, es ist die laterale Schritte für die Follower. Ich gehe hier nach vorne mit dem rechten Fuß. Noch einen Schritt mit dem linken Fuß und ich komme zurück. Mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß zurück. Ja. Hier sind, es ist wie lateral für die Follower. Dann, wenn ich meine Partnerin abhole nach der Drehung, ich werde sie an mir vorbeigehen lassen und ich gehe mit dem rechten Fuß nach vorne, aber meinen linken Fuß muss ich gleich nach vorne bringen. Ich mache einen kleinen Pivot. Ein kleines Pivot hier um meinen rechten Fuß. Ich gehe mit dem rechten Fuß, Pivot, nach vorne mit links, zurück mit dem rechten Fuß und hier werden wir die Welle führen. Gewicht nach vorne und nach hinten verlagern und dann Grundschritt nach hinten. Ja, ich zeige die Schritte. Grundschritt, zack, zack, tum. Lateral. Ich mache ein letztes Mal lateral nach rechts und jetzt, ich gehe auf die andere Seite von der Linie. Eins, nach vorne mit rechts und dann ich gehe weiter mit dem linken Fuß. Hier, ich starte die laterale Schritte für den Follower hier. Eins, zwei und ich komme zurück. Eins, zwei und ich komme zurück. Eins, zwei. Wenn ich stoppen möchte, dann kommt dieses. Eins, Pivot und nach vorne. Schritt nach hinten und jetzt, ich bringe sie nach vorne in die Welle, ich komme entgegen. Ich verlage das Gewicht ein bisschen vorne und wieder nach hinten. Und dann in den Grundschritt nach hinten. Ja. Die Schritte für die Follower, I think it's better in this direction for the Follower. Wir haben Grundschritt, dann lateral. Und es bleibt lateral. Hier wurde der Partner auf der anderen Seite again. Dann kommen die Drehungen, aber es ist immer wieder die gleichen Schritte. Dann der Partner stellt sich gegenüber, dann kommt eine Welle, Gewicht nach vorne verlagern, zurück und dann in den Grundschritt nach vorne. Ja. Wir machen das. Grundschritt. Zack, zack, zack. Lateral. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Der Partner geht, aber ihr bleibt mit euren Lateral. Die sind immer die gleichen Schritte. Ja? Der Partner stellt sich gegenüber, macht die Welle, geht sich verlangen nach vorne, zurück und dann Grundschritt. Mhm. Okay. Die Führung, ich nehme sie mit mir mit beim Grundschritt. Ich führe aus dem Oberkörper den Lateral. Ich verlage hier das Gewicht zurück mit dir mit. Ich bringe sie in den Lateral. Mein Rahmen geht nach links, ich gehe selber nach rechts. Eins,
zwei, zurück. Eins, zwei, zurück. Eins, zwei. Hier, das Wichtigste ist, dass ihr aus dem Oberkörper führt. Also Oberkörper nach rechts, Oberkörper nach rechts und jetzt fängt an, den Oberkörper nach links zu gehen. Oberkörper nach links und zurück. Wenn ich sage, ich gehe auf die andere Seite, dann ich führe weiter meinen Oberkörper nach rechts und ich gehe mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß. Und jetzt hier wichtig, wenn ich mit dem linken Fuß nach vorne gehe, ich muss sie zurückbringen auf ihren rechten Fuß und das mache ich, indem ich meinen Oberkörper einfach weiter nach rechts bringe. Ich bringe meinen Rahmen hier weiter nach rechts. Tschakka. So zeige ich mit meinem Körper die Richtung, wohin sie gehen sollte. Und dann fangen wir an mit den Drehungen. Hier wichtig zu sagen, jetzt bei der ersten Drehung mit der linken Hand, ich führe ihren ersten Schritt, ihren zweiten Schritt, ich bringe sie zurück und jetzt die 1 führe ich mit der linken Hand. Die 2 werde ich gleich die Hand schnappen. Ich biete hier Schokolade an. Hier. Und dann führe ich weiter. Wir führen immer die 1 mit der letzten Hand. Jetzt die 1 kommt und danach Handwechsel. Ja? Und danach Handwechsel. Immer den Oberkörper zum Partner zu halten. Mit der Brust ich zeichne die Richtung, wohin sie gehen sollte. Wenn ich sie abhole, wir haben die 1. Wir machen ein Pivot und ich lasse schon meine rechte Hand auf ihre Schulterblatt. Okay? Und dann wir kommen zurück. So weiß ich, dass sie abgeholt wird. Und jetzt, ich bringe sie nach vorne und wenn ich sehe, sie geht nach vorne, ich habe die Führung von der Welle in meiner rechten Hand und ich bringe sie zurück. Genau. Dabei ist ganz gut, wenn ich das Gewicht entgegenverlage nach vorne und danach zurück. Ihr muss nicht unbedingt Kontakt haben, ihr könnt auch hier etwas Abstand haben, aber tatsächlich den Kontakt. Die Führung von der Welle, was ich möchte, kommt mit mir. Also the lead for the meine rechte Hand muss sie nach vorne bringen zu mir und danach nach außen. Dann die Hand macht ungefähr das hier. Komm zu mir und danach nach außen. Wenn die Hand zu mir kommt, normalerweise ist die Hand ein bisschen höher bei der Schulter. Und wenn die Hand nach außen geht, ich kann die Hand ein bisschen nach unten rutschen lassen. Aber minimal, es ist nur, damit ihre Bewegung einfacher wird hier von der Schulter. Und danach, ich lasse die Schulter ein bisschen frei und ich kann meine Hand nach unten bringen. Sei vorsichtig, dass ihr nicht die Krallen, ne, auf eure Partnerin macht, sondern tatsächlich großflächig und hier und zurück. Ja, genau. Und die Welle an sich, wenn ihr das macht, es geht darum, die Lieder machen das mit dem linken Fuß vorne, die Follower mit dem rechten Fuß. Hier kann man meine Füße sehen besser. Genau. Und dann, was wir machen, es ist, wir bringen unsere Brust entgegen. Wir fangen an, mit der Schulter nach hinten zu gehen. Und erst dann bringen wir die Brust nach innen. Und wir konnten, wenn wir noch eine Welle machen, die Schulter nach vorne bringen. Ja? Ihr könnt zu Hause hier ausprobieren, mit der Schulter nach vorne zu gehen, danach Brust nach außen. Es gibt einen Moment, wo wir mehr oder weniger gerade stehen und dann gehen wir weiter nach hinten, aber die Brust ist hier vorne. Dann die Brust geht nach hinten und wir gehen hier. Ja. Genau. Es gibt, ich habe noch ein paar Videos über die Wellen. Wenn ihr einfach auf YouTube sucht, lernen die Welle, dann findet ihr eine ausführlichere Erklärung. Aber von hier reicht uns das, dass wir unsere Partner bringen und dann kommen wir eher mit der Schulter nach vorne. Dann hier sind wir eher gerade und wir lassen sie nach hinten gehen und wir verlagern das Gewicht hinten. Sehr wichtig ist, dass ihr checkt, dass ihr das Gewicht hinten verlagert, weil nur dann können wir loslegen. Ja? Wenn sie das Gewicht vorne hätte, dann konnte sie nicht loslaufen. Sie muss mit dem rechten Fuß nach vorne, deswegen sollte sie das Gewicht hinten haben. Wir auch hinten auf den rechten Fuß, ich hinten auf den linken und dann in den Grundschritt. Okay. The four followers. Ja. If we do in this direction, you cannot see them. Okay. Then you can speak. We have. For the followers, we have lateral step. So the first thing, I keep my chest to my partner. I close my hips. So, for you to have a good position for the leg, we will put our leg in this position and do this. So
So we will rotate our hips and our feet. And we will try to keep this position all time. Yeah. Now she did really very big. It's not that you really need to do the first position of ballet and really open. Like this, okay. So the legs are turned to outside. Yeah. So I keep my chest to my partner. The legs you can see. Mm-hmm. Then he start to go around me. I try to continue to keep my chest and I will rotate more to him. Mm-hmm. Here we have inside turns. So we will keep a frame inside. So we have a space between my chest and arm. And position from my arm here, more or less 90 degrees. Normalerweise wir haben für Drehungen nach innen, wir haben den Oberarm in 90 Grad Winkel mit dem Oberkörper. Letzte Woche oder vor zwei Wochen, wir hatten auch Boomerang gemacht. In dem Boomerang, wir hatten den Rahmen nach außen. Ja, wie ihr seht, die Position ist total anders, es ist nach außen. Drehung nach innen, die Position wird hier. Ja. 90 Grad zum Oberkörper. Mm-hmm. I go around. So he's going around. They keep our frame and our chest. The partner. Ich werde sie abholen. And then he come back to me. I feel the contact on my back. I start to rotate. I find the contact with his elbow. Close my arm. Ja, important hier, etwas wichtig, wenn sie dreht, ne? Ihr könnt als Follower spüren, wo die Hand vom Partner ist und ihr könnt euch eine Idee machen, wo der Arm ist. Und dann beim Drehen, ihr bringt euren Ellenbogen über den Arm vom Partner. Ja, genau. And waiting for the leading. Genau. Ihr habt den Kontakt am Schulterblatt, dann ihr bleibt da ein bisschen so wie klebend, ihr geht nicht von allein nach vorne. Ja. Und eure Partner sollte tatsächlich diese Führung hier haben. No. And at the in the end, my weight in my left leg. So after that, I can do basic step. The eine wichtige Sache, wenn ihr in den Grundschritt geht, I say that they should go with the hips from the not to think about going with the hips if you go into the basic step that you go here. The hips. Es gibt eine Sache hier, wenn wir die Welle machen, ja? Wenn wir die Welle machen und nicht daran denken, mit der Hüfte nach vorne zu gehen, wenn wir das nicht machen, dann passiert das hier. Ich zeige euch. Stell euch vor, ich bin jetzt der Follower, ich mache die Welle und dann ich gehe nach vorne, in dem Moment, wo die Welle beendet, unsere Hüfte geht nach hinten. Wenn ich jetzt denke, ich gehe nach vorne, ich kann nach vorne gehen in diese Position. Weil das ist die Dynamik von der Bewegung. Die Hüfte geht nach hinten, geht hier zurück. Und dann ich muss denken, aus der Hüfte nach vorne zu gehen, wenn ich nicht möchte, diese Körperhaltung zu haben. Okay? Ich wiederhole, wenn wir die Welle machen, bitte am Ende in den Grundschritt, aber aus der Hüfte nach vorne zu gehen. Ja, so we have the way, die Welle. Und nun hier, aus der Hüfte nach vorne zu gehen. Ja, mhm. Okay. So, es war sehr schön. Vielen Dank. Wir sind fertig für heute. Ciao, ciao.